tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Schwalboss vor. Schwalboss ist die Weiterentwicklung von Schwalbini und hat wie dieses einen Normalflugtypen, wodurch es eine Schwäche gegen Eis, Elektro und Gestein, eine Resistenz gegen Käfer und Pflanze sowie eine Immunität gegen Boden- und Geistattacken hat. Wirft man einen Blick auf Schwalboss Basiswerte, sticht zuerst dieser fast schon wahnsinnig hohe Initiativewert von 125 hervor. Dazu kommen zwei brauchbare Angriffswerte. Die Defensive ist jedoch alles andere als gut. Von Schwalboss sollte man also nicht erwarten, dass er starke Angriffe tanken kann. Und auch wenn Schwalboss jetzt an sich keine überragenden Angriffswerte hat, kann er dennoch enormen Schaden drücken. Die EV verteilen wir hier voll in Angriff und Initiative, dazu ein frohes Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Fähigkeit nimmt man Adrenalin, um den Angriffswert um 50% zu steigern, wenn man verbrannt, paralysiert oder vergiftet ist. Dabei wird sogar die Angriffsreduktion von der Verbrennung ignoriert. Als Attacken nehmen wir hier Fassade, Sturzflug, Kehrtwende und Schutzschild. Als Item nimmt man wahlweise einen Heißorb oder einen Toxic Orb, damit sich Schwalboss nach einer Runde selbst verbrennt oder vergiftet. Fassade ist Schwalboss stärkste Attacke. Sie verursacht doppelten Schaden, wenn der Anwender brennt, paralysiert oder vergiftet ist. Sturzflug ist eine starke Flugattacke, die zwar Rückstoßschaden verursacht, der Schwalboss jedoch auch relativ egal sein kann, da er sowieso nicht allzu viel aushält. Kehrtwende kann genutzt werden, um Schwalboss aus dem Kampf zu bringen, wenn er gerade nicht effektiv angreifen kann. Und Schutzschild sorgt dafür, dass er in der ersten Runde keinen Schaden bekommt, bevor sein Orb ihn verbrennt oder vergiftet. Schwalboss zu spielen ist eigentlich recht simpel. Man wirft es einfach in den Kampf und benutzt einmal Schutzschild und prügelt anschließend mit dem erhöhten Angriffswert und einer enorm verstärkten Step-Fassade auf den Gegner ein. Sollte der Gegner ein Stahl- oder Gestein-Pokémon in den Kampf bringen, dann benutzt einfach Kehrtwende und werft irgendwas rein, was mit eurem Gegenüber besser umgehen kann. Gefährlich für Schwalboss sind lediglich Prio-Attacken. Zum Glück für Schwalboss sind mit Pokémon Sonne und Mond ein paar Neuerungen gekommen, die Prio-Attacken komplett kaltstellen können. Knirfisch und Fruyal blocken mit ihren Fähigkeiten Prio-Attacken komplett ab und Psychofeld verhindert ebenfalls den Einsatz von Prio-Attacken, weswegen Kapufala mit seinem Psycho-Erzeuger ebenfalls ein sehr guter Freund von Schwalboss ist. Ansonsten solltet ihr natürlich schauen, einen Spinner in eurem Team zu haben, da Schwalboss ansonsten jedes Mal enormen Schaden von Tarnstein nimmt, wenn ihr einen wechselt. Das war's jetzt von meinem Schwalboss. Und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.